Reise in den Mittelpunkt des Lebens. Space. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star. Wenn es um den Ursprung des Universums geht, bestimmt eine Idee unsere Vorstellung. Alles, auch die Zeit, begann mit dem Urknall. War es wirklich so? Der Urknall ist in unserer allgemeinen Vorstellung der Moment, in dem unser Universum entstand. Wie das geschah und was genau zu diesem Zeitpunkt da war, darüber wissen wir immer noch nicht allzu viel. Der Urknall ist ein Konzept. Es ist kein bestimmter zeitlicher Moment. Und ich denke, die Leute verwechseln den Urknall oft mit einem bestimmten Zeitpunkt. Das Universum wird unendlich dicht und unendlich heiß zu einem Zeitpunkt, der 0 Uhr 0 entspricht. Und das nennt man den Urknall. Der Urknall ist ein Modell. Ein Modell, das verschiedene Beobachtungen zusammenfügt, ihnen Sinn gibt und es erlaubt, unter Umständen Theorien zu entwickeln, die man den Beobachtungen gegenüberstellt. Im Großen und Ganzen ist es ein Modell, mit dem man eine Geschichte erschaffen kann. Wenn schon das Konzept des Urknalls schwer zu beschreiben ist, wird es noch kniffliger, ihn experimentell zu messen und nachzubilden. Genau das versuchen zwei Großprojekte unserer Tage, eins auf der Erde, eins im Weltall. Das auf der Erde läuft beim CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung bei Genf. Das sind sie. Wir stehen vor den Detektoren, mit denen wir letztes Jahr das Higgs-Teilchen entdeckten. Zwei Teams arbeiteten parallel mit dem Teilchenbeschleuniger am CERN, um das Higgs-Teilchen oder Higgs-Boson zu finden. Das Teilchen, das Materie Masse verschafft und die Existenz des Higgs-Feldes belegt. Die endgültige Bestätigung, dass es wirklich das Higgs-Teilchen ist, steht jedoch noch aus. Wir gehen davon aus, dass dieses Experiment uns helfen kann, den Urknall zu verstehen. Schaut man auf das Energieniveau, das wir erreichen, und die Art der Massen, die wir bei diesem Experiment erzielen können, so sollten wir an einem Punkt von ungefähr einer Billionstel Sekunde nach dem Urknall anlangen. Also sehr, sehr nah am Urknall. Während im Beschleuniger kleinste Teilchen kollidieren, nutzt das Planck-Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumagentur die Weiten des Alls. Es misst quasi das Licht, das vom Urknall blieb. Im Frühling stellte das Planck-Team die Karte vor, die die kosmische Hintergrundstrahlung abbildet, das übrig gebliebene Strahlungsfeld des Urknalls und die das Universum etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall zeigt. Der Planck-Satellit dreht sich auf einer Umlaufbahn, die der Erde aus großer Entfernung folgt. Und so wie er der Erde folgt, umkreist er auch die Sonne. Und so folgt der große Kreis, den die Kamera im Himmel zieht, der Erdumlaufbahn. Mit der Kombination dieser Bewegungen können wir in etwa 6 Monaten ein Abbild des gesamten Himmels schaffen. Um herauszufinden, wie Materie im Universum entstand, ist ein breites Spektrum wissenschaftlicher Experimente nötig. Die Teilchen im Teilchenbeschleuniger beim CERN legen 27 Kilometer in einer Tunnelröhre zurück und werden auf nahezu Lichtgeschwindigkeit gebracht, bevor sie kollidieren. Ein Teilchen startet in einer Wasserstoffflasche. Sie sind wie ein Fliegenschwarm, die durch diesen Tunnel fliegen. Im Beschleuniger fliegen sie mit 0,99999999-facher Lichtgeschwindigkeit. Typischerweise fliegen sie in dieser Maschine etwa 8 bis 10 Stunden lang herum.
Und dann wird schließlich ein Proton mit einem anderen Proton zusammenprallen und zerstört werden. Seine Bestandteile fliegen überall herum und schaffen hoffentlich neue Teilchen. Die Photonen hingegen, die Lichtteilchen, die im All die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung ausmachen, haben ein ganz anderes Schicksal. Was war mit ihnen, bevor das Planck-Weltraumteleskop sie ausfindig machte? 13.8 Billionen Jahre. Fangen wir von Beginn an. In einem rasch expandierenden, inflationären Universum hat man einen winzigen Fleck, kleiner noch als einen Atomkern, der sich aufbläht und ein Universum bildet, das so groß oder sogar noch größer ist als das, was wir beobachten können. Und ein Photon, das in diesem frühen Universum existiert, verstreut hier und dort positive und negative Ladungen, denn das Universum ist so dicht, dass man ein Plasma mit positiven und negativen Ladungen hat und in denen streuen die Photonen. Vielleicht dehnt sich das Universum genug aus, sodass die positiven und negativen Ladungen, die Elektronen und Protonen in Wasserstoffatome übergehen. Und damit hört das Photon auf, hin und her zu fliegen und bewegt sich auf einer geradlinigen Bahn über 13 Milliarden 800 Millionen Jahre. Bis es auf den Spiegel des Planck-Teleskops trifft und bei einem unserer Detektoren endet. Das Licht, das zu uns von Anbeginn der Zeit reiste, und Teilchen, die in einem riesigen Beschleuniger herumgetrieben werden, die Zeugen, auf die wir bauen müssen, um den Urknall und das, was folgte, annähernd zu rekonstruieren. Doch erzählen sie auch dieselbe Geschichte? Der Planck-Satellit ist eine große Errungenschaft. Sie haben erforscht, wie das Universum funktioniert, und sie finden Verbindungen zwischen dem Modell, das wir haben, und ihren Beobachtungen. Das steht alles in sehr engem Zusammenhang. Ich denke, wir am CERN lernen die Spielregeln kennen, und sie finden eher heraus, wie es sich letztlich in unserem Universum abspielte. Aber ohne das jeweils andere Projekt sieht man nur das halbe Bild. Auf der grundlegenden Ebene besteht eine sehr enge Verbindung. Wir wollen zum Beispiel wissen, was dunkle Materie ist. Dunkle Materie ist wahrscheinlich eine Art Teilchen, über die wir noch sehr wenig wissen. Da besteht zum Beispiel eine klare Verbindung zur Gemeinde der Teilchenphysiker. So that's for example a very clear connection with the particle physics community. Bestimmte Modelle, die man aufstellen kann, sind gleichzeitig völlig kompatibel mit dem Higgs-Teilchen, das am CERN gefunden wurde, und mit den Eigenschaften der Inflation, der Ausdehnung des Universums, wie sie durch die Planck-Mission gemessen wurde. Die Theorie der kosmologischen Inflation, eine Reihe von Modellen, denen zufolge das Universum sich nach dem Urknall in Bruchteilen von Sekunden exponentiell ausdehnte, wurde von den Planck-Daten gestützt. Doch bei allen Erkenntnissen, unser Bild von den Anfängen des Universums bleibt bei weitem unvollständig, viele Fragen ungeklärt. Wenn wir anhand des nur teilweisen Bildes, das wir heute haben, Berechnungen anstellen, finden wir große Widersprüche, zum Beispiel das Higgs-Feld. Von dem wird angenommen, dass es dem Universum Masse verschafft, indem es dieses ausfüllt, sodass die Teilchen, die sich ja immer durch dieses Feld bewegen, Masse bekommen. Dieses Higgs-Feld ist extrem dicht, das hat eine weitaus höhere Dichte als Blei. Und doch sehen wir es nicht, es beeinflusst nicht die Schwerkraft von Planeten. Es gibt also einen großen Widerspruch. Von den Teilchenphysikern hört man von einem Feld, das das Universum ausfüllt. Und von Seiten der Astrophysiker ist es ziemlich klar, dass das Universum nicht mit einer Flüssigkeit gefüllt ist, die dichter ist als Blei. Da gibt es einen Widerspruch, den wir noch klären müssen. Es gibt verschiedene Anomalien, einige auf höchster Stufe. Wir sehen zum Beispiel eine Asymmetrie in der Energiemenge zwischen einer Hemisphäre und der anderen. Es ist eine sehr spezifische Hemisphäre des Himmels, die der anderen gegenübersteht. Und das sollte laut unserer Theorie nicht vorkommen. Die jüngsten theoretischen Entwicklungen sind ein wenig verwirrend.
Es gibt da eine Tendenz in der theoretischen Physik, zu denken, dass unser Universum, das wir beobachten können, nur ein winziger Teil eines immensen Universums ist und dass man allen Ernstes erwägt, dass es einen anderen Teil des Universums gibt, mit dem wir nicht in Kontakt treten können, den wir nicht messen können, in dem andere Gesetzmäßigkeiten gelten und in dem auch die grundlegenden physikalischen Konstanten nicht gelten. Y compris les constantes physiques fondamentales. Das ist traurig, wenn man so denkt, denn da könnte man am Ende mit der Erklärung dastehen, dass die Dinge so sind, wie sie sind, weil sie so sind. Derweil forschen die Wissenschaftler weiter. Das Planck-Team untersucht nun die Polarisationsmuster der Lichtwellen. Die Forscher am CERN werden das Higgs-Feld noch genauer unter die Lupe nehmen. Beide Forschergruppen bewegen sich an den Grenzen zwischen Theorie und Messdaten. Für die nächsten 20, 30 Jahre haben wir genug in der Hand, dass wir verstehen müssen und weiter erforschen müssen, neue Daten sammeln und versuchen zu begreifen, was da geschieht. Dieser unglaubliche Reichtum an Daten und Beobachtungen, den wir nutzen können, um ihn diesen verrückten Theorien gegenüberzustellen, das ist das, was mich fasziniert. So arbeitet die Wissenschaft. Wir suchen nach den Ecken und Kanten, nach dem, das wir nicht verstehen. Und dann kratzen wir so lange daran, bis wir etwas finden, das uns die Dinge verstehen lässt. Es ist nicht unmöglich oder ungedacht, dass das menschliche Gehirn zu einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht groß genug ist, um zu erfassen, was wirklich dahinter steckt. Twinkle, twinkle.